Jo, hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Let's Play The Witcher 3 mit mir im Partian LP. Dann geht es wieder zurück und raus Richtung Casino. Hier wurde ja ordentlich aufgeräumt. Das Casino ist wieder ein Stück weit weg. Okay. Okay, das überlebe ich nicht. Schauen wir mal, wo es das letzte Mal gespeichert hat. Das war dumm, das war ein toller Start in das Spiel. Okay, ich darf aber wieder raus. Okay, klasse. Wenigstens das. So. Und diesmal gehen wir den ganz normalen Weg. Ach, wir können auch reiten. Ungeschickt und nicht kaputt. Ich wollte frischen Fisch. Geht ein bisschen schneller. Autsch. Lass einen von denen rein, gleich macht's den ganzen Stamm. Aber beim Casino, glaube ich, waren wir schon. Hoppala. Graf hier runter. Wer hat denn da jetzt so geschrien? Die Hexenjäger haben Eramas auf den Scheiterhaufen gebracht. Was hat der arme Essen? Komm schon, Plätze. So, und steig halt ab. Weit weg sind wir ja nicht mehr vom Casino Royal. Ich bin auch ein bisschen müde. Ich bin heute ein bisschen kommentierarm. War auch schon im letzten Part. Bist du taub? Schieb ab. Da kannst du nicht rein. Ich gehe da rein. Besser, ihr lasst mich. Und was, wenn wir dich nicht lassen? Dann töte ich euch. Hast du gehört? Ja, hab ich. Er hat uns bedroht und wollte die Waffe ziehen. Stirb, verdammter Bastard! Kopfstoß! Kreis, mein zusammen, Jungs! Jetzt! So, das geht ganz einfach. Okay. Aua. Alter. So, was habt ihr alles? Ich müsste auch wieder mein Zeug reparieren. Da liegt doch sicher Geld drinne, komm. Jawohl.
Sehr gut. Schauen wir mal darauf. Etwas Spezielles hier. Schlagt ihn! Tötet ihn! Aua. Auge um Auge! Ah, ich bin nicht aus der Ecke gekommen. Du bist so gut wie tot! Haltet euch die Augen zu! Weiß nicht, was bei Augen zuhalten gegen Feuer helfen soll. Dich haben sie ja halb tot geschlagen. Hey, hörst du mich? Lebst du noch? Bring mich nicht um. Hab ich nicht vor. Wer zum Teufel bist du? Hab unten Schreie gehört. Jetzt ist alles gut. Hilfst du mir? Du bist nicht schwer verletzt. Lass uns zuerst reden. Warum bist du hier? Wonach sieht's denn aus? Zum Sitzen und Trinken natürlich. Also gut, schlau und hart funktioniert nicht. Sie halten mich für einen von Bethlams Maulwürfen. Bist du einer? Nun, irgendwie schon. Und was hast du irgendwie herausgefunden? Hurensohn arbeitet mit den Redanian zusammen. Ich weiß nichts Genaueres, aber er steht auf ihrer Seite. Das ist alles, was ich weiß. Pass auf dich auf. Danke. Ich tauche unter, bis sich alles wieder beruhigt hat. Bethlam wird erfahren, dass du mir geholfen hast. Geh zu ihm. Er wird dich belohnen. Weiß Dijkstra, dass Junior eine Abmachung mit den Redanian getroffen hat? Tja, ich weiß es auch nicht, Geralt. Da ging doch eine Tür auf. War das er, der rausgegangen ist? Jetzt nehmen wir uns mal ein bisschen mehr Zeug immer mit. So, ich rede als erster mit Dijkstra. Da scheint mir klüger zu sein. Weil wenn wir diese Infos haben, dass er mit anderen Partnern zusammenarbeitet, das könnte ihn schon interessieren. Lauf weg, ich hab keinen Bock auf Kinder. Brauchst auch Geld, wie? So. Hey, du. Hast du Stutenfohlen gesehen? Nein, hab ich nicht. Ein Kind einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer. Gefangen und als Nebenattraktion in einem Zirkus. Nun, das könnte ziehen. Missgeburt! Lass einen von denen rein, gleich macht sich der ganze Stamm bei dir breit.
Okay, nicht hier rein, sondern... Hä? Ach, hier ist das Badehaus, okay. Ja, jetzt sind sie wieder da, die Damen. Wo ist er denn? Ach, er ist im Büro. Verschwinde von hier, Schwein. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Willi, Hurensohn Junior, arbeitet mit Radovid zusammen. Wenn das stimmt, steckt Hurensohn bis zum Hals in der Scheiße. Die Quelle scheint zuverlässig zu sein. Das würde erklären, warum er sich traut, mit den großen vier zu brechen. Ich brauche jemanden, der mich zu Junior bringt. Du musst doch noch Kontakte zu den Redaniern haben. Ich nicht, aber du. Hilf mir auf die Sprünge. Temeria, ehemaliger Kommandant der Blauen Streifen. Klingelt's? Fernen Roche. Er hat sich mit seinen Männern in einem Lager bei Ochsenfurt verschanzt. Ein Besuch von dir dürfte seine Stimmung heben. Okay, okay. Dann werden wir das machen. Aber wir sehen uns erst beim nächsten Mal wieder. Ich sage wie immer danke fürs Zusehen. Euer Partianlp. Tschüss, Leute.